Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. In diesem Food Diary habe ich dich mal wieder ein paar Tage mit durch meine intuitive Ernährung genommen und möchte dir auf jeden Fall zeigen, dass es auch nach jahrelanger Essstörung, nach der Recovery wieder möglich ist, im Einklang mit seinem Körper zu leben und sich komplett intuitiv, frei von jeglichen Regeln, von jeglichen Glaubenssätzen zu ernähren und wirklich einfach ja, das Leben zu genießen. Das heißt, dich erwartet in diesem Food Diary auf jeden Fall ganz viel Food Freedom, Pizza Dates, Kuchen, Eis und alles, was das Herz begehrt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Und falls dir dieses Format gefällt und ich dich mit meinen Videos inspirieren kann, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben und auch ein Abo dalässt. Und dann würde ich sagen, bevor wir mit dem Frühstück von Tag 1 starten, gibt es natürlich wie immer einen leckeren Kaffee erstmal. Und dann geht's auch schon zum Frühstück. Zum Frühstück gibt es bei mir auf jeden Fall heute mein geliebtes Bircher-Müsli. Das ist wirklich ein so, so leckeres Rezept. Ich packe euch das Rezept auch natürlich in die Infobox und getoppt mit ein bisschen Erdnussmus, ein paar Soja-Crispies und dann nehme ich natürlich auch noch meine täglichen Nahrungsergänzungsmittel, also Vitamin D, Omega-3, Zink und ein B-Komplex. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Zum Mittag gibt es jetzt bei mir hier eine leckere Quarkbowl. Also wirklich etwas untypisch für mich, weil normalerweise esse ich ja zum Mittag eher so Brötchen oder Brot oder irgendwas Herzhaftes. Aber ich hatte irgendwie jetzt viel, viel mehr Lust auf so eine Quarkbowl. Deswegen gibt es jetzt eine Quarkbowl mit Cheesecake-Proteinpulver, einem ganzen Apfel, einer ganzen Banane, Walnüsse, Crispies, Pistazienmus und einfach alles, was das süße Herz begehrt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal gemeinsam den Taste-Test. Ich liebe ja auch die Kombi aus Pistazienmus und Quark. Das ist wirklich ein Träumchen. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, Cheers. Geht es jetzt hier noch in ein Call und ich habe mir noch was Leckeres zu trinken geholt und zwar eine Frio-Limo oder ein Tee. Also das ist tatsächlich so Tee, den man kalt aufgießen kann. Habe ich für mich entdeckt vor ein paar Tagen und kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist jetzt hier, glaube ich, so Pfirsich-Maracuja. Genau, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist mega erfrischend und ja, lasse ich mir jetzt hier schmecken, während ich einen Call habe. Es ist einige Zeit vergangen und ich habe mich gerade ready gemacht, weil für uns geht es jetzt ganz spontan in die Stadt. Wir hatten irgendwie Lust, jetzt nach dem Feierabend nochmal irgendwie rauszugehen und mal gucken, wo es uns hinzieht. Also wir haben jetzt nicht irgendwie was reserviert oder so, sondern gucken einfach, worauf wir Lust haben, wo wir Platz bekommen. Das wäre zum Beispiel tatsächlich sowas gewesen, das hätte mich vor wenigen Jahren extrem gestresst, so einfach essen zu gehen, ohne zu wissen, wohin es geht, was es geben wird. Und ja, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, die andere Person, also in dem Fall jetzt mein Freund, so ein bisschen zu beeinflussen und zu sagen, ja, lass doch dahin gehen oder dahin gehen. Aber nee, wir gucken einfach ganz spontan, wo es uns hinzieht und ich zeige euch dann natürlich auch, was es zu essen gibt. Wir haben uns dann spontan für ein italienisches Restaurant entschieden. Da entscheide ich mich meistens für die vegetarische Pizza. Und wie man hier sehen kann, habe ich mir extra noch dazu Rucola bestellt. Ich mag einfach die Frische und auch das Bittere vom Rucola ultra gerne. Mein Freund ist da nicht so der Fan von, deswegen gibt es für ihn eine ganz normale vegetarische Pizza. Und zu Hause hatten wir dann noch ein leckeres Eis im Tiefkühlfach. Das war das Peanut Butter Cup von Ben & Jerry's. Das haben wir uns dann zusammen auf der Couch geteilt und natürlich auch komplett aufgegessen. War wirklich sehr, sehr lecker. Besser als ich in Erinnerung hatte, aber wirklich eine große Empfehlung von mir.
Morning, es ist der nächste Tag. Ich habe mir gerade mein Porridge zubereitet. Heute mal wieder Carrot Cake Oats. Ihr kennt's, mit Pistazienmus natürlich. Ja, nicht wundern, mein Gesicht ist ein bisschen angeschwollen, genauso wie meine Augen, weil ich Allergie habe. Das ist auch total komisch. Ich hatte das nie und irgendwie so die letzten 3-4 Jahre ist es auf einmal gekommen. Naja, anderes Thema. Ich lasse mir jetzt erstmal mein Frühstück schmecken. Und da auch nochmal ganz wichtig der Reminder, dass auch wenn man abends essen geht, wir hatten gestern Abend eben die Pizza und danach auch noch das Ben & Jerry Eis. Wir haben uns das auch geteilt, also haben es ganz gegessen, aber eben so ein bisschen zu zweit. Keine Ahnung, ob ich jetzt mehr gegessen habe, kann gut sein, weil ich bin ein großer Eisfan. Ja, dass man dann trotzdem mit einem Frühstück startet, wenn der Körper eben, also wenn einem jetzt nicht kotzübel ist oder so, aber ich habe jetzt wirklich auch Appetit und Hunger und deswegen, ja, gibt es jetzt erstmal mein Porridge, dann stehen heute ein paar Coachings an und genau, nehme ich dann natürlich heute auch noch mit, was ich so esse. Also wirklich super simpel. Einfach nur ein Brötchen, das ist so ein sehr großes Körnerbrötchen mit Möhrchen auch drin. Das habe ich beim Penny gefunden. Also ja, mag ich sehr, sehr gerne. Einmal mit Frischkäse und Emmentaler und ein bisschen Gurke. Und einmal mit Ei und Frischkäse und Tomaten. Genau, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, das zu essen. Aber zwischen meinen Coachings brauche ich auf jeden Fall neue Energie, um auch ja, meine Coaches einfach gut betreuen zu können und das lasse ich mir jetzt schmecken. Kleinen Nachtisch gibt es jetzt hier noch diesen Dattel-Schoko-Bite. Der ist von der Koro, genau. Die kommen in einer großen Packung. 1 Kilo, glaube ich, ist da drin und die sind wirklich, wirklich underrated. Also ja, wenn ihr das nächste Mal bei Koro bestellt, dann schaut unbedingt nach diesen Dattel-Schoko-Bites. Nachmittagssnack gab es heute diese Pralinis. Ist tatsächlich auch eine neue Sorte für mich. Also die kannte ich noch nicht, aber ich finde die auch mega, mega lecker. Also super erfrischend. Ja, war wirklich eine 10 von 10. Mein Dinner ist ready und zwar gibt es heute mal was ganz Untypisches für mich, aber irgendwie, ja, jetzt wo es so ein bisschen wärmer geworden ist, kommt da mal wieder die Lust auf andere Sachen. Deswegen gibt es jetzt hier eine Gemüsepfanne, da ist so viel Gemüse drin, so viel verschiedenes Gemüse vor allem. Also Kidneybohnen, Tofu, Möhren, Spargel, Zwiebeln, was ist dann noch drin? Mais, Brokkoli. Also ganz, ganz viel buntes Gemüse und getoppt mit einer halben Avocado. Da habe ich jetzt so Lust drauf. Ich habe das alles so ein bisschen gewürzt und mit Sojasauce angebraten. Also es schmeckt wirklich wie ein Träumchen. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Mal wieder wirklich was anderes, aber so, wie ihr mich kennt, wisst ihr, es gibt jeden Abend eine Night Bowl. Und zwar war das hier eine Quark Bowl mit Proteinpulver und ganz, ganz vielen Toppings. Also da war drin Banane, Himbeeren, Trauben, ein Peanut Butter Knoppers. Den finde ich auch sehr lecker, hat mein Freund gekauft. Und Crispies und Schokolade, also alles, was das süße Herz begehrt. Und später vor dem Fernsehen gab es dann noch einen Tee und ein Stückchen Schokolade. Das war auch leider das letzte Stück. Da nehme ich gerne die von Lindt. Die finde ich am cremigsten und am leckersten. So, good morning oder besser gesagt guten Mittag. Wir haben es schon 12.30 Uhr. Mich geht es jetzt auf jeden Fall gleich Kuchen essen mit einer Freundin. Aber natürlich habe ich auch schon vorher gefrühstückt. Ich hatte heute irgendwie mal Lust auf was Herzhaftes. Deswegen gab es heute 2 Toastbrote. Einmal mit Frischkäse und Ei und einmal mit Avocado. Mega untypisch, weil normalerweise bin ich echt Team Porridge. Da läuft der kleine Koda rum. Der hat übrigens gerade so viele Zecken. Wir kommen gar nicht hinterher mit dem Zecken rauszupfen. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Tipps habt, falls ihr auch einen Hund habt. Und genau, ich habe heute überhaupt nicht gut geschlafen. Deswegen habe ich auch bis 10 Uhr, lag ich bis 10 Uhr im Bett. Und deswegen ist jetzt alles so ein bisschen später.
Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon ready, habe hier meine schöne Bluse mit Blumen an, wie ich auch schon in eines der letzten Videos gesagt habe. Ich bin ein großer Fan von so Blumenoberteilen im Frühling. Und ich habe auch meine beigefarbene Mom-Jeans an. Viele haben mich gefragt, woher die ist. Die ist von Only. Und gerade wenn ihr klein seid, also ich bin ja auch nur 1,60, dann findet man bei Only tatsächlich sehr, sehr gute Hosen, die nicht zu lang sind. Oh, das finde ich so toll, weil normalerweise bin ich das gar nicht gewohnt, dass die Hosen einfach passen. Und die sind normalerweise immer zu groß. Aber ja, gut, vor... Danach geht es dann, wie gesagt, in ein Café, Kuchen essen. Ich schaue mal, ob wir Platz in unserem oder in meinem Lieblingscafé bekommen. Die Freundin war nämlich noch nie da und deswegen, ja, muss ich hier unbedingt mein geliebtes Café mit dem besten Käsekuchen auf dieser ganzen Welt zeigen und nehme euch dann natürlich auch ein bisschen mit. Vom Kaffee und Kuchen Date. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ja, jetzt gibt es hier noch dieses Brötchen bei mir. Also einmal hier mit Frischkäse und einer Scheibe Käse. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Käse das ist. Mit Gurke und Rucola und einmal mit ganz viel Hummus und Tomate und Rucola. Es ist zwar jetzt schon viel, viel später als meine normale Essenszeit, aber wir haben wirklich so, so lange gequatscht und deswegen, ja, verschiebt sich das jetzt alles. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Lust auf dieses Brötchen. Das ist auch so ein Kürbiskernbrötchen. Mega, mega lecker. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken und danach geht es dann noch eine Runde mit Koda raus. Wundern, im Hintergrund läuft die Waschmaschine. Heute ist nämlich Sonntag und Sonntag versuche ich immer so ein bisschen die Sachen zu erledigen, die einfach liegen geblieben sind. Ich habe aber auf jeden Fall heute auch schon ein YouTube-Video gedreht. Wenn dieses Video online kommt, kann es sein, dass das Favoritenvideo bereits online ist. Es kann aber auch sein, dass es das nächste Video sein wird. Weiß ich gerade noch nicht. Genau, ich habe mich auf jeden Fall jetzt gerade schon fertig gemacht. Für mich geht es jetzt wieder in ein Café und wahrscheinlich auch wieder in das gleiche Café. Ich muss einfach ein bisschen rauskommen, weil ich das Video noch schneiden wollte, damit es einfach schon abgehakt ist und ich da jetzt auch wieder Lust drauf habe. Also ja, es ist auch vollkommen okay, ein paar Mal in der Woche ein Coffee Date zu machen, auch ein Coffee Date alleine und vielleicht nehme ich mir auch ein Stück Kuchen, weiß es aber noch nicht. Mal gucken, ich habe auch gut gefrühstückt auf jeden Fall, deswegen ja, werde ich jetzt erstmal mein Video schneiden gehen und mich dann später nochmal melden. Da ist auch Koda, mit dem geht es dann später raus. Im Café hatte ich dann natürlich wie immer meinen geliebten Cappuccino und habe dabei ein bisschen gearbeitet. Auf dem Weg nach Hause gab es dann noch einen Lini Spice in einer wirklich auch sehr, sehr leckeren Sorte. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir erstmal zwei Brote geschmiert mit Frischkäse und zwei Eier gab es dazu. Die habe ich einfach ja, ein bisschen klein geschnitten und ganz wild drauf verteilt. Und dazu gab es dann auch noch ein bisschen Gurke. Das habe ich mir dann schmecken lassen und hat auch wirklich sehr, sehr gut satt gemacht. So, wir haben es jetzt auch schon relativ spät und mein Freund und ich waren zusammen mit dem lieben Koda, unserem Hund, noch im Wald und ja, ich wollte gerne einfach ein paar Worte dazu sagen, weil wir jetzt unterwegs waren während meiner Essenszeit. Also ich habe normalerweise halt nicht wirklich Essenszeiten, dass die mich jetzt stressen in dem Sinne, aber ich habe ja natürlich auch meine gewissen Routinen, die ich Tag für Tag einfach einhalte, um einem Körper regelmäßig Energie zu geben. Und ja, für mich wäre das halt früher immer ein sehr, sehr großer Stressfaktor gewesen, wenn ich eben nicht zu Hause bin, wenn meine Essenszeit ist. Weil damals war das halt nicht so in dem Sinne, okay, mein Körper signalisiert mir Hunger um die gleichen Zeiten, weil natürlich der Körper gewöhnt sich ja auch an gewisse Routinen und sendet dann automatisch die Signale, wenn es dann eben diese Uhrzeit ist. Sondern es war halt wirklich so, okay, um die Zeit muss ich essen, weil, ja, keine Ahnung, einfach, es war halt einfach dieser Zwang. Und es fühlt sich einfach so frei an, das Leben quasi zu leben und das Essen in den Alltag zu integrieren, ohne dass man das Essen oder dem Essen sozusagen die Hauptrolle gibt im Alltag und dass man dann
das Leben irgendwie drumherum plant, sondern eben ja auch spontan dann nochmal in den Wald fahren kann oder spontan irgendwie was mit Freunden machen. Das ja, fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Und ja, jetzt ist aber auch ordentlich Hunger da und deswegen werde ich mir jetzt gleich was zu Abendessen machen. Ich habe noch ein bisschen Leftover-Sachen im Kühlschrank, deswegen ich schaue einfach mal, was ich mir zusammenwürfle. Aber es wird auf jeden Fall irgendeine Pfanne werden. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf und zeige euch dann, was es geworden ist. So, good morning. Wir haben es jetzt den nächsten Tag und ich wollte auch das Video gerne an der Stelle beenden. Aber bevor wir das Video jetzt beenden, machen wir jetzt nochmal gemeinsam hier den Taste-Test von dem Kuro-Riegel. Das sind ja die etwas neueren Riegel, Deluxe-Proteinbar. Also es ist ein Proteinriegel, der ist auch nicht vegan. Meine Kuro-Bestellung kam nämlich gerade schon an und deswegen dachte ich mir, schnappe ich mir mal den Riegel und wir testen den mal gemeinsam. Genau, und das hier ist jetzt die Sorte mit Haselnussmus. Ich hatte den schon mal mit Pistazienmus und auch mit Erdnussmus. Und ja, wollte den einfach mal mit euch gemeinsam probieren. Und das machen wir jetzt auch mal. Genau, also sieht von außen schon mal super crunchy aus. Finde ich ja auch immer sehr, sehr lecker. Und da soll jetzt angeblich eine Haselnussmus-Füllung drin sein. Bin ich mal gespannt. Also man erkennt auf jeden Fall die unterschiedlichen Schichten sehr, sehr gut. Die Füllung ist unglaublich lecker. Ich glaube, von den Deluxe-Bars ist das jetzt auf jeden Fall mein Favorit. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Genau, dann würde ich sagen, ich beende das Video an der Stelle. Ich freue mich extrem, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.